Und es ist einfach irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man hier morgens reinkommt, da hat man irgendwie so Bock drauf. Der Frontalunterricht ist abgeschafft. Die Basics in den Kernfächern Deutsch, Englisch, Mathe erarbeiten sich die Kinder mit gutem Material selber. Hier ist es so, ich entscheide, auf welches Thema habe ich gerade Lust. Dann ist man, glaube ich, auch viel motivierter, wenn man selber entscheiden kann, anstatt wenn einem da sowas vorgesetzt wird, mach doch heute. Ich glaube, dass da einfach viel mehr bei mir hängen bleibt. Auch durch das, dass ich Tests schreibe, wann ich bereit bin und nicht, wann es mir jemand sagt, habe ich die Sachen halt einfach besser drauf und kann sie mir auch länger merken. Also nicht irgendwie, es kommt und dann schreibe ich den Test und dann ist wieder vorbei und weg und das nächste in meinen Kopf rein. Wir nehmen uns unser Lernmaterial, fangen an zu arbeiten, da ist natürlich ein Lehrer, aber du brauchst im Bestfall überhaupt niemand, der dir erklärt, was rationale Zahlen sind, sondern du kannst es einfach dir selbst erfassen. Wenn es aber bei mir nicht so ist, dann kann ich natürlich sagen, Entschuldigung, können Sie mir das nochmal erklären? Und dadurch, dass die Lehrer auch relativ viel Zeit haben, können die sich dann auch mal eine halbe Stunde wirklich mit mir hinsetzen und wir sprechen das durch. Und jeder Schüler hat einen der seiner Klassenlehrer als persönlichen Tutor und Mentor. Und die Lehrer bekommen 2 Stunden in der Woche, 2 bezahlte Stunden, damit sie Zeit haben, jedes Kind individuell zu begleiten und einfach zu besprechen, wie war die Woche, wie ist dein Weg. Und das ist die Stelle, wo auch dann die individuelle Unterstützung einsetzt. Ein Kind braucht ganz viel Unterstützung, braucht vielleicht ein Tagesplan oder einen Wochenplan und das nächste Kind kann schon ganz frei sich selbst organisieren. Man würde jetzt natürlich denken, dass man keinen Druck hat auf dieser Schule, aber diesen Druck, den bekommst du einfach, weil du dir ein Ziel setzt und weil du dir sagst, das möchte ich schaffen und dann hast du einfach schon von dir selber diesen Druck. Naja, als ich halt in der 7. Klasse an die Schule kam, hatte ich halt relativ Angst, dass ich mich nicht schaffe, immer zu motivieren und halt selber zu sagen, dass ich die Bausteine schaffen möchte. Ich denke, wir werden hier sehr schnell selbstständig, dadurch, dass wir so viel Verantwortung haben. Ich glaube, dass ich hier viel weiter komme als an der Regelschule. Wir haben hier so viele Sachen, die es nirgendwo anders gibt. So viele Zusatzkompetenzen, die ich hier einfach kriege. Also wenn ich nach der Schule rausgehe und auf einmal auf mich allein gestellt bin, dann brauche ich einfach erstmal das, dass ich mich traue, rauszugehen. Und auch einfach weiß, wo liegen meine Grenzen, was kann ich alles schaffen. Und deshalb gibt es bei uns auch neue Fächer. Die heißen Herausforderung, die heißen Verantwortung und die heißen in der Oberstufe alle ins Ausland für eine interkulturelle Erfahrung. Und im Schulfach Verantwortung übernimmt jedes Kind für 2 Jahre eine verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen. Und im Schulfach Herausforderung geht man einfach weiter, das dauert 3 Wochen. Mit 150 Euro begebe ich mich auf eine Herausforderung außerhalb von Berlin. Und da kommen sie meistens verändert zurück, nämlich gewachsen. Evolution oder Revolution? Für mich passen beide Begriffe nicht. Ich würde von einer Transformation sprechen. Es geht darum, Schulen von Orten der Wissensvermittlung zu transformieren in Orte der Potenzialentfaltung. Die Schritte können klein sein, wenn die Gedanken groß sind. Also man sollte eine Vision entwickeln. Eine Vision hat immer eine ganz starke Energie. Reparieren und optimieren hat eine ganz schwache Energie. Und es geht nicht um Optimierung, sondern es geht um eine neue Denke. Ich bin nicht mit 2 Assistentinnen, sondern ich bin mit 2 Mitreferentinnen da. Mut zum Wandel heißt das Thema. Eine Schule der Potenzialentfaltung. Oder wir könnten auch sagen, was müssen wir eigentlich heute lernen, um die großen Herausforderungen der Zukunft in die Hand zu nehmen und verantwortlich zu gestalten. Also die Schule muss sich auch ändern, weil wir einfach riesige Herausforderungen haben. Ich habe hier spreche ich mal nur an. Das eine sind die ganzen großen ökologischen Herausforderungen, die wir im Moment aussitzen. Dann wird die Globalisierung immer weiter noch voranschreiten. Wir werden ja auch sehr viele Flüchtlinge noch haben aufgrund von ökologischen Katastrophen. Es ist jetzt schon schwierig in unserer Gesellschaft mit Fremdheit umzugehen und dass wir dieses Zusammenleben lernen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, das Zusammenleben zu lernen und zwar dabei Menschlichkeit und Herzkraft zu bewahren.
Und da hat Schule eine ganze Menge mit zu tun, ob man das da lernt, so wie wir jetzt ja auch schon bei allen drei Vorrednerinnen und Vorrednern gehört haben, oder ob wir weiter in einer Konkurrenz- und Ego-Gesellschaft leben und Schule als knallhartes Selektionsinstrument benutzen. Ja, vom anderen haben wir auch schon gehört, der Umgang mit unberechenbaren Dynamiken. Die Arbeitswelt wird sich ändern. In 10 Jahren werden 50% der Berufe weggefallen sein. Alles, was in Maschinen wandern kann, wird dahin wandern. Es werden aber andere Berufe entstehen und die Herausforderungen werden sein, mit Komplexität umzugehen. Und Komplexität kann ich nicht kontrollieren und schon von daher ist es wichtig, dass sowohl Unternehmen als auch Schulen, ich glaube, wir haben sehr, sehr ähnliche Herausforderungen in der Zukunft, dass wir wegkommen von Kontrolle hin zu einer Vertrauenskultur, wo der Mensch mit seinen Potenzialen im Mittelpunkt steht. Das sind Themen, die gehen Unternehmen, die überleben wollen, genauso viel an wie Schulen. Ja, warum ist hier der Saal so voll? Wir haben oft volle Säle. Ich glaube, das liegt daran, dass einfach eine ganz große Sehnsucht da ist nach etwas anderem. Wir wissen noch nicht, wonach genau, aber sicherlich nach mehr Menschlichkeit. Und wir haben ja diesen Paradigmenwechsel nicht nur in Schule, wir haben den ja gesamtgesellschaftlich. Also wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, die mit ihrem Höher-Schneller-Weiter-Paradigma vor die Wand fährt, das wissen wir. Wir verbrauchen zurzeit 2 Erden. Wenn wir so weitermachen, wir steuern auf 3 zu, wir fahren echt vor die Wand. Wir müssen von diesem Konkurrenzgeschichte zum neuen Wir kommen, zur kollektiven Intelligenz und auf eine ganz andere höhere Stufe. Und da passt eben eine andere Schule genau jetzt auch in die Gesellschaft. Und wir haben ja überall auch schon Beispiele, wo Dinge sich verändern und wo es den Menschen dann auch besser geht. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Schule. Ich weiß nicht, ob Sie noch das erste Bild von dem Film im Kopf haben. Der ist so schnell weggegangen. Also wir haben jetzt nicht so viel Glück, dass Architekten uns eine Schule gebaut haben, die zu unserer Lernkultur passt. In der Zeit stand mal die Überschrift groß, auch im hässlichsten Gebäude Deutschlands kann ein großer Geist entstehen. Daraufhin waren 20 Schweizer Schularchitekten bei uns, um das zu fühlen. War ein spannender Tag. Also wir sind in einem Mieter, wir sind leider Mieter in einem ziemlich verrotteten DDR, Ex-DDR-Gebäude, Typ Dresden, davon gibt es 200 in Berlin. Bei uns fallen gerade die Fenster raus, zum Glück, weil jetzt soll dann nächstes Jahr. Aber nur weil die Fenster rausfallen und irgendein sicherheitsbedürftiger Vermieter da Probleme mit hat, wird jetzt die Fassade saniert. Aber innen ist alles anders und innen haben wir alles selber gestaltet und bei uns arbeiten auch alle Eltern mit. Wir sind Gemeinschaftsschule, das muss ich noch ganz schnell erklären. Also ich muss noch sagen, in Berlin ist der Schulwechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule nach Klasse 6. Also wir starten in 7 und gehen dieses Jahr ins erste Abitur. Und Gemeinschaftsschule bedeutet genau das, was der Herr Vogelsang auch gerade gesagt hat. Wir nehmen alle Kinder. Und die Berliner Gemeinschaftsschulen sind 2008 in einem Pilotprojekt gestartet mit 16 Schulen. Und wir haben das Verbot bekommen, äußerlich zu differenzieren. Also was in Göttingen freiwillig passiert, wurde jetzt sozusagen angeordnet. Die Herausforderung war, zu lernen, mit Heterogenität umzugehen. Wir sind ja um 40 Jahre zurück gegenüber anderen Ländern und haben dann entsprechend ja auch in der Wirtschaft da große Nachteile. Und wenn Manager Diversity-Trainings machen müssen, dann fragt man sich, wieso lassen wir einfach nicht alle gemeinsam aufwachsen, dann kann ich mir Diversity-Training sparen. Wir sind eine kleine Schule, wir haben nur 500 Schülerinnen und Schüler und wir haben damals 2008 gesagt, wir erhöhen die Heterogenität, wir arbeiten in Jahrgangsmischung, 7., 8., 9. Das war der beste Entschluss, den wir fassen konnten, weil man dann einfach keinen Frontalunterricht mehr machen kann. Wir wären sonst sicher nicht so weit wie heute, weil man sehr schnell in alte Muster zurückfällt.
Feld. Also so haben wir 9 jahrgangsgemischte Klassen, 7 bis 9, 3 Klassen 10 und eine 3-zügige Oberstufe, die wir gerade auch komplett umbauen. Da können wir uns nochmal unterhalten. Sage ich nachher noch ein bisschen zu. Ja, Inklusion ist uns wichtig, eine wertschätzende Beziehungskultur, und die Schule hat sich als Ethos die Agenda 21 genommen, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Man kann auch sagen, bei uns ist nicht Unterricht oder der Unterricht im Mittelpunkt, sondern Lernen. Wir machen möglichst viel im Realleben, richtig strukturiert in jedem Jahrgang. Und die Schüler verfolgen ihre eigenen Lernwege, ähnlich wie wir das gerade auch schon gehört haben. Wir haben nur ein bisschen anderes System. Wie ist unser Plan zusammengekommen, den ich gleich mal kurz zeige und dann übergebe ich an euch? Wir wissen alle, Lernen läuft über Beziehung. Beziehung ist der Schlüssel. Und was machen wir, zumindest in weiterführenden Schulen? Wir strukturieren und organisieren Schulen als Beziehungsverhinderungsanstalten. Daran kranken die Lehrer. Lehrer sind Lehrer geworden, weil sie Kinder und Jugendliche begleiten wollen. Und wenn ein Lehrer alle 45 Minuten in eine andere Klasse rennen muss und hat am Tag über 100 Schülerinnen und Schüler, wie soll er A, individuell fördern, und B, wie soll er Beziehung aufbauen? Und gegen sein inneres Wissen zu handeln, ist der höchste Burnout-Faktor. Also ich bin überzeugt, wenn wir Schulen einfach umbauen, so in dem Sinne, wie wir das gerade gehört haben, den Stundenplan so gestalten, dass ein Lehrer viel Zeit mit wenig Schülern verbringt und Beziehungen aufbauen kann, dann gesundet auch das System. Und der zweite Punkt, der hängt damit zusammen. Motivation, Anerkennung und Wertschätzung sind die höchsten Motivationsfaktoren. Aber wie soll ich jemanden anerkennen und wertschätzen, den ich gar nicht richtig kenne? Also die viele Zeit ermöglicht es dann auch, Menschen kennenzulernen, wertzuschätzen, den Einzelnen zu sehen und eben so ein Vertrauen zu entwickeln. Ja, und der andere Punkt, haben wir auch schon von gehört, der ist jetzt ganz anders, der heißt wählen können. Sie möchten auch wählen können, Sie möchten auch nicht, Sie kriegen zwar heute jetzt auch hier einen Vortrag nach dem anderen vorgesetzt, aber ja nicht täglich, wer wählen kann und auch auf unterschiedlichen Zugängen arbeiten kann, der ist einfach motivierter. So, und daraus ist so ein Plan geworden. Blau heißt, ich kann wählen und ich bin auch gemischt, ich bin nicht in meiner Klasse, und in diesem grünen Bereich ist ungefähr die Hälfte der Zeit bin ich in meiner Heimat, jahrgangsgemischte Klasse, 7., 8., 9. Und wir erklären das jetzt mal kurz und kommen danach zu unseren wichtigsten Fächern, das sind die im Leben. Aber so dieses System könnte man sagen, ich kann mir noch eine ganz andere Schule vorstellen, wo man alles im Leben lernt, aber die ist nicht anschlussfähig. Wir müssen ja, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir ja ein System haben, was anschließt an Bekanntes und dann immer mehr Möglichkeiten zum Öffnen bietet. Und wir haben das jetzt so gelöst bei uns. Genau, und bevor wir das Lernbüro, was Sie in der obersten Spalte sehen, erklären können, müssen wir erst erklären, was ein Team ist. Also ein Team besteht aus 3 Klassen. Eine Klasse besteht aus ungefähr 26 Schülern aus den Jahrgängen 7, 8 und 9, also Jahrgangsmischung. Und es gibt 4 Lernbüros, und das sind sozusagen 4 Räume, wo die Fachlehrer drin sitzen. Deutsch, Englisch, Mathe und NG, das ist Geschichte, Geografie, Politik. In den Lernbüros arbeiten wir ähnlich wie die Freiarbeit mit Montessori-Material. Also wir holen uns unser Material raus und arbeiten selbstständig, und in diesen Regalen sind sozusagen die Lernaufträge. Und wir haben als Schüler halt morgens die Möglichkeit, uns zu entscheiden, gehe ich heute in Deutsch oder in Englisch oder vielleicht doch in Mathe. Wenn ich zum Beispiel weiß, ja, Mathe fällt mir schwer und ich bin heute schon total unkonzentriert, das merke ich schon, dann gehe ich nicht in Mathe, um dort meine Zeit zu verschwenden, sondern mache lieber etwas Leichteres, was mir leichter fällt, zum Beispiel Englisch, und kann dann dort halt wenigstens arbeiten, als in Mathe die ganze Zeit unkonzentriert da zu sitzen. Ja, genau, also kannst du so halt selber gucken, was jetzt für dich am besten geeignet ist, und musst dich auch selbst planen. Und im Lernbüro kannst du für dich selber arbeiten, wenn du das Thema verstehst, aber
kannst auch Schüler fragen, die dir dann, wenn sie es verstehen, oder dich dann halt auch an den Fachlehrer dort wenden. Bei den Tests ist es so, dass du dich halt dir einen Termin aussuchen kannst, also hast du genug Zeit, dich darauf vorzubereiten und ja. Genau, dieses sich selbst den Termin setzen für den Test nimmt einen die Angst. Und dadurch entsteht dieses typische Bulimie-Lernen nicht. Also ich setze mich einen Tag davor hin, lerne alles für den Test, schreibe es dann auf und kann es danach nicht mehr. Weil wir erst tatsächlich den Test schreiben, wenn wir wissen, dass wir es können. Dann brauchen wir keine Angst davor zu haben und dann entstehen auch keine Blackouts, weil wir einfach die Sicherheit haben. Nach diesen Tests ist es so, dass wir den halt abgeben, der wird vom Lehrer kontrolliert und dann bekommen wir keine Note gesagt, weil wir bekommen erst ab Ende der 9. Klasse Noten, sondern wir bekommen ein Zertifikat und da steht schriftlich drauf, was hast du gemacht, was hast du geschafft, was ist dir besonders gut gelungen und woran könntest du eventuell noch arbeiten. Und das bringt einen persönlich viel weiter als so eine Note, weil, wie vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt wurde, so eine 3 sagt einfach nichts aus. Die sagt, ja, es war nicht perfekt, aber so richtig schlecht war es auch nicht. Und das sehe ich auch ganz wichtig, also finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, das, was man in Zukunft ändern sollte. Man sollte Noten abschaffen. Die Noten machen uns Schülern Angst. Wir werden damit abgestempelt und wenn wir dann eine 2 haben, was eine gute Note ist, dann wollen wir trotzdem noch die 1. Und irgendwann wird die 2 dann für uns zu einer schlechten Note. Ja, diese schriftliche Bewertung ist auf jeden Fall total toll, weil die halt auch das Positive, also das, was du positiv gemacht hast, gesagt wird. Und wenn die Note jetzt schlecht sein sollte, da nicht nur Negatives bei ist, sondern das, dass du dir zum Beispiel dein Heft toll geführt hast und dir trotzdem sehr viel Mühe für das Material, für das Thema gegeben hast, wird wertgeschätzt, was sehr wichtig ist. Und ich hatte zum Beispiel auf der Grundschule ziemlich Angst vor Mathe, weil ich immer ein bisschen länger brauche, um Mathe zu verstehen. Ich verstehe das nicht nach dem ersten Mal. Und dann hatte ich auch erstmal, als ich auf diese Schule gekommen bin, Angst, ins Mathe-Lernbüro zu gehen. Aber dann war ich da und habe gemerkt, wow, ich kann hier für mich selber arbeiten. Und wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich mich nicht schämen, weil ich den Lehrer auch für mich alleine fragen kann oder auch meine Freunde einfach fragen kann, wenn sie das Thema verstehen, ob sie mir helfen können. Und das finde ich ziemlich toll. Genau, dieses Lernbüro ermöglicht auch in seiner eigenen Geschwindigkeit zu arbeiten. Also wenn ich in Englisch schneller bin, gehe ich halt weniger in Englisch, gehe dafür mehr in Mathe, weil ich da länger brauche. Genau, aber das sind im Prinzip nur die alten Fächer in einem etwas neueren Format, weil wir sie ja letztendlich haben müssen und sie ja auch wichtig sind. Aber wir haben auch noch andere Stunden, also zum Beispiel die Klassenstunden. Die verbringen wir halt in unserer Klasse und dort wird sowas gefördert wie Lesen. Es lesen total wenig Jugendliche heute noch und es ist total wichtig. Die meisten sitzen nachmittags vorm Computer und deswegen gibt uns unsere Schule in der Zeit die Zeit zum Lesen. Dann gibt es noch den Klassenrat, wo die Probleme der Klasse besprochen werden können oder positive Sachen, sodass Probleme überhaupt erst verhindert werden können und da auch dann nicht irgendwann plötzlich eine Bombe hochgehen kann, weil alles immer reflektiert wird. Im Klassenrat ist es auch toll, dass wir die Schüler die Lehrerrolle übernehmen. Also unsere Lehrerin sitzt, wir sitzen alle in einem Kreis und unsere Lehrerin sitzt mit im Kreis und dann gibt es Schüler von uns, das wird dann Anfang des Halbjahres ausgewählt, die dann den Klassenrat führen und dann gibt es Regelwächter und ansonsten muss man sich halt melden und jeder sagt dann halt erstmal Themen und dann wird die Klassenlehrerin so behandelt wie die Schüler, also dass wir Schüler dann auch lernen, Verantwortung für unsere Klasse zu übernehmen, dass der Klassenrat für uns alle nicht anstrengend ist, wenn irgendwelche Leute hibbelig werden, muss dann der Regelwächter zum Beispiel mit den Schülern dann umgehen und so lernen wir dann auch den Lehrerberuf ein bisschen kennenlernen und das ist ziemlich toll, finde ich, dass wir da das Sagen haben im Klassenrat. Ja. Und die Lehrer müssen sich auch melden. Genau. Das ist ein wichtiger Punkt der Wertschätzungskultur an unserer Schule auch, weil wir dadurch überhaupt die anderen Dinge, die man sonst nicht so sieht, lernen wertzuschätzen. Und ein weiterer wichtiger Punkt von dieser Wertschätzungskultur ist unser Tutor. Der wurde vorhin auch schon mal im Film erwähnt. Also man hat immer 2 Klassenlehrer und einer der beiden Klassenlehrer ist ein Tutor.
Und mit dem führt man jeden Freitag ein 10-minütiges Gespräch, in dem man bespricht, wie ist die Woche gelaufen, und zwar nicht nur schulisch, sondern auch, wie war es zu Hause. Und man baut eine sehr enge Bindung zu seinem Tutor auf. Und er ist halt da, um einen in diesem offenen Konzept zu unterstützen, sodass man nicht alleine dasteht. Und dadurch kommt er auch viel mehr in die Rolle, die Schüler beim Lernen zu begleiten und nicht von oben auf sie herabzugucken. Manche Schüler brauchen mehr Hilfe bei der Planung, manche weniger. Und ja, ja also genau, der Tutor gibt einem einfach Mut und unterstützt einen. Und man kann mit dem über auch persönliche Sachen reden. Also wenn du deinen Tutor magst, dann ist das wie so eine richtige Verbindung da. Das ist echt schön. Ich hatte jetzt letztens, also es gibt immer am Ende des Jahres Ziel- und Bilanzgespräch. Das geht eigentlich 20 Minuten. Ich saß da bestimmt 2 Stunden mit meiner Mutter und meiner Tutorin, weil wir über so viele Sachen geredet haben, damit das wirklich ich mich gut organisiere. Und dann hat meine Mutter dann über ihre Wünsche und was weiß ich was gesprochen. Und dann hat sie sich auch wirklich Zeit genommen und für mich interessiert. Und die begleitet einen einfach. Und das ist richtig toll, dass man eine Tutorin hat. Ja. Man braucht Tutor. Es. Das ist diese Beziehung. Wie gesagt, Lernen funktioniert über Beziehung. Meine Tutorin kennt mich zum Teil besser als meine Eltern. Und weiß deutlich mehr als meine Eltern. Und meine Eltern wissen viel. Dann haben wir noch etwas geändert. Schulen sollen ja interdisziplinär arbeiten und projektorientiert. Steht in jedem Lehrplan. Schüler sollen Metakompetenzen erwerben. Da ist auch wieder meistens die Schule so strukturiert, zumindest die weiterführende, dass Projektarbeit gar nicht möglich ist. In 45 Minuten oder in 90 Minuten kann ich zum Beispiel ja gar kein Projekt außerhalb von Schule machen. Und deshalb haben wir einfach aus verschiedenen Fächern Stunden genommen und haben die alle auf den Donnerstag gelegt. Also dieses Projekt in der Mitte müsste eigentlich auch noch da nach rechts. Donnerstag ist 5 Stunden Projekt. Wir haben 3 große Projekte im Jahr, die dauern 6 bis 8 Wochen. Wollt ihr mal erzählen? Da ist es so, also wir haben meistens ein Oberthema, wie zum Beispiel Wasser oder Weltreligion. Und dann stellen wir uns dazu eine eigene Forscherfrage. Also zum Beispiel bei Weltreligion war ich gerade in der Gruppe Buddhismus und habe mir dann so die Frage gestellt, was ist das Rad der Lehre, und habe dann halt dazu geforscht und habe in der Gruppe zusammengearbeitet. Und man darf neugierig sein, man darf was herausfinden. Und also ich kann nur sagen, bei mir an der Grundschule war es so, ich saß 6 Jahre lang in der Schule und habe mich gelangweilt, ich war mal schneller fertig als alle anderen. Und ich durfte aber auch noch nicht weitermachen oder neugierige Fragen stellen, weil so weit waren die anderen ja noch nicht und das wäre jetzt zu viel. Und das wird man los in dem Projektunterricht. Ich darf im Projektunterricht Fragen stellen. Ich darf sie mir selbst stellen, ich darf sie anderen stellen, darf sie mir beantworten. Dadurch, dass wir so lange Zeit haben in dem Projekt, ist es so, dass man auch rausgehen kann und Spezialisten befragen kann und es halt nicht immer nur die Lehrer sein müssen. Ja, genau. Wir hatten jetzt zum Beispiel haben gerade das Projekt Was ist die Welt? Und da gibt es Gruppen und wir haben zum Beispiel Spanien und können da uns aussuchen, ob wir eine Kochshow machen oder sollen uns über das Land informieren und über die Religion da, über die Rituale dort, wie die Menschen dort leben und was sie essen. Und in dem Projekt haben wir jetzt zum Beispiel auch schon Sachen darüber gelernt, wie viel wir eigentlich an Essen alles wegschmeißen, und haben uns viel darüber informiert. Und das nächste Projekt können wir uns auch als Klasse jetzt selber aussuchen. Also Projektunterricht, glaube ich, bringt einem einfach auf eine andere Art und Weise für das Leben nochmal richtig viel. Und es wird sehr, ja, macht sehr Spaß auch. Genau, und zum Schluss gibt es immer ein Endprodukt, sage ich. Manchmal ist es irgendeine Präsentation oder bei dem Weltreligion-Projekt war es letztendlich eine Wissenskarte, die jetzt anderen Klassen auch zum Lernen benutzen. Wir stellen Unterrichtsmaterialien halt her oder
Auf jeden Fall ist zum Schluss immer etwas zu sehen. Wenn Sie jetzt nochmal auf den Plan gucken, ein Lehrer, der Deutsch, Englisch, Mathe oder Gesellschaftslehre hat, ist 10 Stunden im Lernbüro. Da hat er 75 Schüler und seine Klasse ist dabei. Hat 5 Stunden Projekt, sind 15, hat 2 Stunden für Tutorgespräche, sind 17, hat 1 oder 2 Klassenstunden, sind 19 und ist dann noch im Schulfach Verantwortung aktiv. Dann hat man schon mal 20 Stunden nur in seinem Team oder in seiner Stunde, seiner Klasse und da lernt man natürlich die Schüler kennen. Wir sind Ganztagsschule, so wie die Göttinger auch, da kommen auch die Stunden her. Wir sparen ein, Sie sehen da Werkstatt zweimal, montags und mittwochs. Hinter Werkstatt verbergen sich so Fächer wie, also der ganze musisch-ästhetische Bereich, aber auch Sport. Alle die Sachen, die wir vorhin bei Herrn Vogelsänger auch gesehen haben. Und eine Werkstatt muss ja gar nicht von einem Lehrer geleitet werden. Die können Mitschüler, also andere Schüler leiten, die Spezialisten sind oder eben auch Experten von außen. Da sparen wir dann auch wieder viele Lehrerstunden ein, die wir woanders wieder in Verkleinerung der Gruppen tun können und so weiter. Projekt ist bei uns 3 Stunden doppelt besetzt und wichtig ist eben, wenn Beziehung so wichtig ist, dann muss die Schule dafür auch Zeit geben. Da kann man nicht mal eben in der Pause oder nach der Schule oder sonst wie, es sei denn, man hat so ein System wie bei dem Herrn Vogelsänger. Und deswegen geben wir jedem Lehrer, ist auch eine ganz hohe Wertschätzung seiner Arbeit, die 2 Stunden. Und bei uns ist auch viel zu tun immer, aber die Lehrer schöpfen ihre Kraft aus den Stunden, da diese Bilanz- und Zielgespräche, wovon die beiden gerade gesprochen haben, und aus diesem Tutorgespräch, wo ich ganz nah beim Jugendlichen bin und wo ich die ganze Entwicklung mitverfolge und wo ich eben auch ganz, ganz viel zurückbekomme. Und das Ganze wird begleitet über ein Logbuch. Das wäre jetzt alles zu langwierig, das kann man alles auch auf unserer Website runterladen. Ein Logbuch, wo die Schüler alles dokumentieren, wo sie sich ein Ziel der Woche nehmen, worauf sie stolz sind, und dieses Logbuch ist dann im Tutorgespräch letztlich die Grundlage auch für die Woche. Genau, über dieses Logbuch lernen wir uns auch ganz stark zu reflektieren, also es ist, und Feedback, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch an unserer Schule. Als Abschluss der Woche gibt es immer eine Vollversammlung, da treffen sich alle Schüler der Jahrgangsstufe 7 bis 10 in unserer Aula und dort besprechen wir verschiedene Sachen zusammen. Also es gibt immer ein Lied der Woche, was jede Klasse einzeln sozusagen einübt und das singen wir dann dort gemeinsam. Und dann gibt es Speak Your Mind, da kann jeder auf die Bühne gehen und sagen, was ihn momentan beschäftigt oder was vielleicht nicht ganz so toll läuft oder was man sich wünscht. Oder auch News, also ganz viele verschiedene Themen und jede Klasse muss mal die Vollversammlung vorbereiten, sodass die immer individuell ist, aber ein paar Punkte, die für die ganze Schule wichtig ist, kommen immer dran. Und das macht einfach unsere Schule irgendwie zu einer riesigen Gemeinschaft, weil wir jeden Freitag da alle zusammen sitzen und alle da zusammen sind und irgendwie, also wir sind zwar eine kleine Schule, aber wir kennen uns alle, also wie so eine riesige Familie ist das so. Wir sitzen da so alle und es ist immer ziemlich schön. Genau. Als Wochenabschluss. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist Lobe. Und zwar läuft es so ab, dass jeder Schüler auf die Bühne kommen kann und die man loben kann. Also ich lobe Paul, weil er mir so toll in Mathe geholfen hat. Oder ich lobe meine Tutorin, weil sie immer für mich da ist. Und diese Lobe wollen wir auch jetzt gleich mal hier machen, weil wir denken, dass Loben sehr, sehr wichtig ist und es viel zu selten gemacht wird. Es wird immer nur auf die Defizite geguckt. Und darum wollen wir jetzt mal auf das gucken, was gut läuft. Ich bringe jetzt ein Beispiel erstmal und dann würden wir gerne 5 Lobe hören aus der Gruppe hier. Also, Sie dürfen dann gerne vorkommen. Wir machen davor auch nicht weiter. Als Beispiel möchte ich jetzt direkt hier Frau Wimmer loben, die vorhin einen großartigen Auftritt hatte, finde ich. Sie hat unsere Sicht sehr toll dargestellt und die Probleme wirklich gut verdeutlicht und ich war sehr, sehr beeindruckt. So, und jetzt die 5 Lobe von Ihnen.
Wenn sie nicht hochkommen, kommen wir runter. Aber wir machen sonst nicht weiter. Ich möchte die Veranstalter loben, dass sie dieses Bildungsforum ins Leben gerufen haben. Ich möchte euch beiden loben, weil ich das toll finde, dass ihr als Zielgruppe hier auch wirklich dabei seid. Und ich möchte uns alle loben, dass wir hier sind. Und der Hoffnung Ausdruck geben, dass bei vielen oder bei allen von euch es eine nachhaltige Wirkung hat, dass wir hier sind, denn es geht um unsere Kinder. Danke. Ja, ich möchte auch ein ganz großes Danke sagen. Es ist fast so das Gefühl von Glücklichsein. Also ich bin sehr dankbar eigentlich der Wirtschaftskammer, dass sie wirklich so etwas macht. Und ich denke, es ist nicht nur Glück für, vielleicht persönlich empfunden von mir, sondern auch ein Glück für Vorarlberg und ein Glück für Österreich. Und vielleicht auch ein Punkt, wo etwas entsteht. Und ich möchte loben, also im Sinn von Danken, auch möchte euch zwei nur sagen, ich persönlich finde euren Auftritt so, das ist absolut perfekt. Also wenn ihr in einer Tagesschau auftreten würdet, ich glaube, da gäbe es nichts auszusetzen. Großartig, gell? Ich war vor 2 Wochen an der ESBZ bei Frau Rasfeld und war auch am Freitag bei der Schulversammlung, bei der Vollversammlung und hätte da eigentlich auf die Bühne gehen müssen und mich bedanken und da hatte ich den Mut nicht dazu. Und mir klopft zwar jetzt das Herz bis zum Hals, aber ich möchte mich jetzt bedanken bei der Frau Rasfeld für ihre Arbeit und für ihren unermüdlichen Einsatz. Und ich möchte mich bedanken bei der Jenny Leonard, bei der Mittelstufenleiterin, die mich die ganze Woche durch die Schule geführt hat und mich begleitet hat. Danke. Ja, ich bin ja hier in einem Bodenseeraum zu Hause, wohne hier in Vorarlberg und ich muss sagen, ich finde es sensationell, dass einmal hier diese Tagung stattfindet. Auf der deutschen Seite vermisse ich immer sowas und freue mich, dass es hier stattfindet. Ich finde es sensationell, dass man Schülern in eurem Alter die Möglichkeit gibt, auf Reisen zu gehen, die eigene Schule darzustellen und zu zeigen, es geht auch anders. Und was mich von meinen 2 Kindern zieht, die 10 und 7 Jahre alt sind, lässt mich sowas hoffen, dass in dieser globalen Welt, die wir alle in Zukunft noch mehr erreichen werden und die Technologie, die auf uns zukommt, lässt mich hoffen, wenn es so eine Schule gibt, dass die eine Zukunft haben, die mich wirklich auch erfreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen und eine Gemeinde in Vorarlberg loben, und zwar ist das die Gemeinde Ludesch, die sich aufgemacht hat, in einem wirklich ganz grandiosen Prozess mal alle einzuladen, die Schulleiter, die Leiterinnen, die Leiterin des Kindergartens und der Spielgruppe, gemeinsam eine Pädagogik zu entwickeln. Und die haben sich da auf einen wirklich ganz tollen Weg gemacht. Und dieses Lob gebührt jetzt da ganz speziell Ludesch. Hallo.
Also, wir wollen die Schülervertretung am BG Gallus loben in Bregenz. Jeden Schüler vom BG Gallus und auch wenn jetzt nicht so viele da sind. Aber trotzdem, weil wir super Schülervertretung dieses Jahr sind und ja, wir viel machen werden. Ja. Okay, warte. Und ich möchte nur euch Schüler loben, weil wir ja schon mit zwei Schülern, also mit einem Schüler und einer Schülerin vor eurer Schule ein Gespräch gehabt haben und wir euch sehr, also selbstbewusst und alles erlebt haben und uns das voll imponiert hat und ja. Also ein großes Dankeschön an alle, die den Mut hatten, sich hier auf die Bühne zu stellen vor 1500 Leuten und Lobe auszusprechen, denn das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, so ist das dann bei uns in der Schulversammlung. Manchmal sind 3 Lobe, manchmal stehen 15 in Schlange, ganz unterschiedlich. Wir werden manchmal gefragt, kommt denn auch jeder dran? Nein, es kommt nicht jeder dran. Aber wir haben noch eine andere Form von Auszeichnung und da kommt jeder dran. Aber es ist einfach so etwas, was einen berührt und wo wieder in der Schule spürbar wird. Mut, Gemeinschaft, Herz, wo man manchmal ein bisschen Tränen in die Augen kriegt, je nachdem, was so gesagt wird. Und das sind alles Dinge, das ist der Geist. Die kann man nicht lehren, das ist einfach der Geist. Ich erinnere mich heute noch, also ich komme aus Essen, ich hatte da eine Gesamtschule, eine große von 1300 Schülern, auch inklusiv, wo ganz viele Elemente eben auch schon eingeführt waren, auch die Schulversammlung, auch das Lob. Und ich spüre es noch wie heute, da ist mal ein Mädchen, die war in der 6. Klasse, lebte die schon im betreuten Wohnen, die hatte alle Heime durch, die hat eine ganz schwierige Kindheit und Jugend gehabt und die ist dann nach vorne gegangen und hat gesagt, ich möchte den Jens loben, meine Haarspange ist zertreten worden und der Jens, der hat die aus dem Papierkorb wieder rausgefischt und er hat die zusammengeklebt und das war das letzte Geschenk meines Vaters und der Jens, der wusste das und dann hat er mir die gegeben und hat gesagt, ich kann so ein bisschen ahnen, wie es dir geht, ich habe auch ein letztes Geschenk meines Vaters. Das sind dann so Situationen wie jetzt, wo es dann totenstill ist und wo man einfach berührt ist und ja, wo einfach so ein Vertrauen dann auch entsteht. Wir haben jetzt hier einen kleinen Mini-Einspieler. Achso, ich muss noch sagen, wir fangen jetzt hier, wir haben an unserer Schule, seit einem Jahr fangen wir jede Lehrerkonferenz mit einer Lobrunde an. Kann ich Ihnen nur empfehlen, wer hier aus Kollegen kommt, kann ich aber auch Verwaltung oder der Wirtschaftskammer empfehlen. Es ist unglaublich. Sie haben sofort eine andere Stimmung und Sie erfahren so vieles, weil es ja um diese ganz kleinen Sachen geht, nicht um so Riesenprojekte. Sie erfahren so vieles, von dem Sie nie erfahren hätten und das ist einfach toll und der lobt, ist mutig und der gelobt wird, dem geht es auch ziemlich gut. So. Und wir haben immer zum Halbjahr, haben wir Auszeichnungsversammlungen, da trifft sich dann wieder die ganze Schule und wir haben 4 Auszeichnungen, die sind Pflicht, der Klassenbeste, das ist ja üblich in Schulen, aber der Aufsteiger des Jahres ist nicht üblich unbedingt, das ist der im Notensystem, jetzt wir geben ja auch keine Noten, aber der, sagen wir mal, im Notensystem, wer sich von 4,3 auf 3,8 verbessert hat, in der Regel mehr geleistet als der von 1,3 auf 1,2 geht. Der wird aber nicht gesehen, weil er hat ja kein gutes Zeugnis, aber hat sich total angestrengt. Dasselbe im Sozialbereich, der Oberchaot, der immer noch alle nervt, aber sich total angestrengt hat. Und der wird dann von seiner Klasse ausgewählt und dann kann man das auch annehmen. Der sagt nämlich, ja, ich doch nicht, ja, ihr macht doch nur Scheiß. Und dann sagen die, nein, guck mal, da und da und da. Naja, und dann gibt es eine Riesenpalette. Jede Klasse hat andere Auszeichnungen. Ich lasse mal eine Minute jetzt laufen. Ach, vorher, warte mal, wie viele Minuten haben wir noch? 20. Doch, vorher kommt jetzt hier, wir mussten alles hier schon vorbereiten, deswegen sind wir nicht so variabel. Hierzu will ich noch mal etwas sagen. Wir werden häufig gefragt, wieso sind die Schülerinnen und Schüler der ESBZ so reflektiert.
Und ich glaube, das ist einfach deshalb, weil sie sich nach jeder Stunde einschätzen müssen und weil sie auch jede Woche eben ihre Woche reflektieren, mit dem Tutor reflektieren. Und so geht einem das nachher einfach so als Haltung dann auch über. Und wir haben eben bestimmtes Feedback auch, top und tipp, top, nee, erst top, ne, ja genau, was gut ist und dann tipp, was man noch besser machen könnte. Wir haben einen 12-jährigen Schüler, der hat mal, als er gefragt wurde, was ihn denn so begeistert, da hat er gesagt, das beim Tutorgespräch, das ist wie unten abgefedert, oben nicht gedeckelt. Und der hat es verstanden, also besser geht es ja nicht. Der Satz wäre mir nie eingefallen, aber ich finde ihn so genial. Man ist immer aufgefangen, aber nach oben kann man sich frei entfalten. Sie werden gleich noch sehen, bei Herausforderungen und so weiter, wozu Jugendliche in der Lage sind. Ja, ihr habt es schon gesagt, es zählt nicht nur das Fachliche, sondern auch der ganze Prozess, Sozialverhalten, der individuelle Fortschritt, und wir haben viele Verfahren entwickelt, da können wir jetzt nicht Lieber so drauf Fritz, eingehen. Wir möchten dich auszeichnen als Teamplayer des Jahres der Klasse 2. Du bist gegenüber deinen Mitschülerinnen und Mitschülern ebenso wie gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern in diesem Schuljahr stets offen, freundlich und hilfsbereit aufgetreten. Du hast andere Schüler bei der Lernbüroarbeit zum Beispiel als Language Assistant unterstützt und deinen eigenen Lernfortschritt dabei nicht aus den Augen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt einige Auszeichnungen zu vergeben, die besonders von den Lehrern auch kommen. Zum Beispiel für den Maximilian. Der Maximilian hat ganz kleine. In der 11. Klasse mehrfach einen Vortrag über Physik gehalten, so dass dann die 11-Klässler auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen, dass der Maximilian nochmal in unserer Klasse die Vertretung für den Physikunterricht übernimmt. Unglaublich. Maria wird... Und das steht auch nochmal, so kannst du das in deinem Lernbüro nachlesen, für die größte positive Entwicklung im Mathe-Lernbüro im Team 1 ausgezeichnet. Gut, dann Leonard, ich möchte dich gerne auszeichnen als Leistungsaufsteiger des Jahres in der Klasse. Du hast in den Lernbüros, vor allem in NG und Englisch, dieses Jahr richtig große Fortschritte machen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung wert. Marlene Wenzel, ist sie da? Aha, hallo. Dich wollen wir gerne auszeichnen für dein besonders ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Das hast du gezeigt, indem du Verantwortung für die Klasse übernommen hast. Du hast nie irgendwie gemeckert oder protestiert, wenn du irgendwie was für die Klasse machen musstest. Auch im Projekt Verantwortung hast du sehr selbstständig und sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Und ich finde, das ist ein Vorbild für viele andere Mitschüler. Und mach weiter so. Ja, kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie so eine Auszeichnungsversammlung abläuft. So, wie geht das jetzt hier weiter? Dann haben wir schon heute mehrfach gehört, Lernen braucht Begeisterung, braucht Sinn, braucht Bedeutsamkeit, die emotionalen Zentren müssen feuern. Jetzt will ich nicht behaupten, dass jeder übers Lernbüro begeistert ist. Ja? Also durch diese Form vom Lernbüro nehmen wir die Angst raus. Durch diese Möglichkeit, einen Projekttag zu haben, ermöglichen wir interdisziplinares Lernen. Durch den Tutor und die ganze Gemeinschaft entsteht Vertrauen. Wenn wir uns aber überlegen, was braucht man eigentlich noch, um ins Handeln zu kommen? Wir haben ja in unserer Gesellschaft kein Wissensdefizit, wir haben ja ein riesen Handlungsdefizit. Wir leiden unter der Beginnungslosigkeit. Und es fehlt der Mut zum radikaler Denken. Wir gucken immer nach oben, irgendeiner soll uns sagen, was wir tun und lassen sollen. Das ist auch eine Form von Verantwortung abschieben, und Handeln lerne ich durch Handeln. Und Mut lerne ich, indem ich mal mutig etwas wage und indem ich auch mich selber erfahre und dass ich auch selbstwirksam etwas bewirken kann. Und das sind auch Grundbedürfnisse des Menschen. Gemeinschaft und Aufgaben, an denen man wachsen kann. Bei kleinen Kindern sehen wir das ja noch, die wachsen täglich, und Babys und kleine Kinder lernen total dazu. Die wachsen jahrelang über sich hinaus mit Begeisterung und dann geht es irgendwann verloren. Das lassen wir jetzt mal weg. Man kann sich das Ganze auch mal von der Metaebene aus so anschauen. Wir haben mit Lernbüro, Projekt und Werkstatt traditionelle Fächer genommen und haben die neue Formate umgewandelt.
Wir haben mit den Klassenstunden, der Tutorbegleitung und der Schulversammlung neue Arrangements implementiert, die vor allen Dingen Beziehung und Vertrauen fördern. Und wenn man jetzt nochmal denkt, wie entsteht Risikobereitschaft, Handlungsmut, Scheiterungskompetenz, Unternehmensgeist, dann muss ich eigentlich hinaus in die Welt gehen. Und deswegen haben wir noch zwei Fächer dazu und die heißen Verantwortung und Herausforderung. Genau, in dem Projekt Verantwortung geht es, so wie der Name schon sagt, darum, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar läuft es so ab, dass wir in der 7. und 8. Klasse irgendwo hingehen und mithelfen, zum Beispiel in den Kindergarten. Und obwohl wir uns eigentlich nicht so trauen, laut vorzulesen, können wir dann im Kindergarten vorlesen, weil den kleinen Kindern ist es total egal. Oder ich habe zum Beispiel mit einer Freundin von mir einen Vortrag dazu entwickelt, wie die Jeans hergestellt wird, und habe dazu Spiele entwickelt und bin dann an Grundschulen gegangen und habe das mit den Erst- bis Viertklässlern gemacht und habe sozusagen in der Zeit die Verantwortung für die Klasse übernommen. Also ich habe in der 7. und 8. Klasse Sprachbotschafter gemacht. Das ist ein Projekt, wo wir als Schüler in Schulen gehen, Grundschule, 1., 2. Klasse, und da die Lehrer so unterstützen oder denen einfach helfen. Und ich habe total die Lehrerrolle kennengelernt und das war so eine krasse Erfahrung für mich, mit diesen kleinen Kindern da zu arbeiten. Wirklich nach dem dritten Mal kamen die schon alle angerannt und haben mich umarmt und haben sich total gefreut, dass ich wieder da war. Und es war so interessant und ich hatte da so viele schöne Momente. Das werde ich, glaube ich, echt nicht vergessen. Und ich meine, wir haben den Kindern geholfen. Wenn Kinder von Kindern lernen, ist das irgendwie nochmal anders, als wenn Lehrer Kindern was beibringen. Und die waren wie so kleine Freunde für dich. Du hast so eine richtige Verbindung auch so zu denen aufgebaut, wenn du da halt jede Woche warst. Und war wirklich sehr schön. Man hat irgendwie gesehen, dass man in der Welt gebraucht wird und auch was tun kann. Dieses Projekt wird wie eigentlich jedes Unterrichtsfach bei uns auch reflektiert. Wir müssen zu jedem Tag sozusagen einen Bericht schreiben, in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Mal sollst du irgendwie jemanden beschreiben, halt sollst du einen Comic dazu machen. Man darf sich da aber auch eigene Aufgaben ausdenken. Man muss es halt nur irgendwie dokumentieren. Und dann werden die halt, dann kommt auch irgendwann der Lehrer noch mal zu einem und guckt sich das an, wie das läuft. Und es gibt in der Klasse regelmäßig Gespräche und es wird reflektiert. Wir haben zum Beispiel auch mal ein Theaterstück gemacht und es war echt gar nicht so leid, wie ich dachte. Ich meine, wir waren zu zweit und hatten da 12 Schüler und viele, es war 3:30 nachmittags, viele konnten sich gar nicht mehr konzentrieren und dann den Theaterstück beizubringen, das selber aufzuschreiben und sich um alles zu kümmern, das war echt wahnsinnig anstrengend auch, aber im Endeffekt, was da rausgekommen ist, hat uns echt alle gefreut und auch die Kinder. Also dazu muss man sagen, dieses Sprachbotschafterprojekt, da gehen wir an Schulen im sozialen Brennpunkt, die so 95-98% Kinder mit Migrationshintergrund haben, in Stadtteilen in Berlin, zu denen unsere Schüler, die würden nie in diese Stadtteile gehen, ja, weil man schon denkt, na Neukölln, da darfst du dich ja nicht hintrauen. Und insofern hat dieses Sprachbotschafter auch eine ganz starke gesellschaftliche Komponente. Also zum einen ist eben, unsere Schüler sind selbstwirksam und helfen. Die Lehrer freuen sich und sagen, könnt ihr nicht jeden Tag kommen. Die Kinder erleben, sie haben jemanden, der an sie glaubt. Ja, das ist also dieses Vertrauen und da ist einer und da kommt immer einer und ich kann doch was und ich kann was erreichen. Das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass sie dann auch den Glauben an sich nicht verlieren und lernen können. Aber die dritte Komponente ist eine gesellschaftliche. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es eine Studie, die sehr erschreckende Ergebnisse gezeigt hat. Das ist eine Langzeitstudie von einem Soziologen, Heidmeier heißt der, und der hat untersucht gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten in Deutschland. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Und dann ist rausgekommen, nach 10 Jahren ist die jetzt erstmal beendet, dass die Akademiker sich von der Solidarität verabschieden. Alle die Akademiker, die unsere humanistischen Schulen durchlaufen haben. Ja, man kann auch mal rückblicken, dass
20. Jahrhundert war das Jahrhundert, wo das meiste Wissen sich anhäufte. Und es hat nicht zur Vermehrung der Menschlichkeit geführt. Es war das blutigste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte. Also die Anhäufung von Wissen führt ist nicht unbedingt mit Menschlichkeit und menschlichem Handeln und Herz verbunden. Ja, und zwei Fragen, die haben mich besonders erschreckt. Eine war, lautete, es gibt nützliche und weniger nützliche Menschen. Und das haben über 30% haben dem zugestimmt. Und auch 30% haben zugestimmt, dass sich Deutschland weniger nützliche Menschen nicht leisten kann. Hätte ja ein Aufschrei durch die Republik gehen müssen, ist nicht passiert. Die stand mal kurz in der Zeitung, ist dann wieder in der Versenkung verschwunden. Und was einem Hoffnung machen kann, ist eigentlich nicht die Menschlichkeit verschwunden, sondern die Ursache ist immer die fehlende Begegnung. Also dieses Face-to-Face, von Mensch zu Mensch, wo ich berührt werde, wo etwas passiert. Und deswegen finde ich, müssen wir alles dafür tun, dass sich Gruppen, die sich sonst nicht begegnen, dass die Begegnungsmöglichkeiten finden. Wir haben jetzt zum Beispiel mit einer Schule in Neukölln, wo fast 100% Kinder mit Migrationshintergrund sind, haben wir jetzt eine Big Band zusammen. Ja, und wir werden demnächst auch Projekte zusammen machen. Ich finde, man soll nicht reden, sondern man soll einfach machen. Und dies ist ein gutes Projekt. In Vorarlberg gibt es auch. Gibt es auch mindestens eine Schule, wo sich auch ein hoher Anteil an Kindern aus sozialen Brennpunkten ansammelt. Da könnte eine andere Schule sagen, okay, wir kümmern uns damit drum. Ja? Nicht die alten Sachen, die müssen jetzt eher in die Kindergärten und die brauchen mehr Erzieher. Nein, völlig neu denken, wir können die Probleme, die heute entstanden sind, nicht mit dem Geist lösen, wodurch die entstanden sind. Das wusste ja schon Einstein. So, jetzt kommen wir zu unserem wichtigsten Fach fast. Ne? Also dieses Schulfach Verantwortung hat man 2 Jahre, in der 7. und 8., man kann auch wechseln. Wir haben so 100 Partner, aber jeder kann sein eigenes auch sich wieder erfinden. Wichtig ist, die Lehrer haben auch die Schulfachverantwortung im Plan stehen. Und in der Regel geht der Tutor seine Tutanten besuchen. Und man wird es nicht glauben, aber manchmal hat man völlig andere Kinder vor sich. Gerade bei coolen Jungs. Wenn coole Jungs mit Kindern oder alten Menschen zu tun haben, erkennen die sie die nicht mehr wieder. Also in der Schule sind die dann wieder so wie immer. Das liegt daran, weil die Peer Group nicht dabei ist, weil man sich trauen darf, sein Herz zu öffnen und einfach zu zeigen, was so alles in einem steckt. Und wenn man so in so einer Cool-Clique ist, da ist man dann wieder anders. Und da lernen auf einmal Lehrer auch, Mensch, was die alles können und machen. Und da kriegt man dadurch plötzlich so ein ganz anderes Blick, ein Aha-Erlebnis. Und das ist ein tolles Projekt. Ja, und dann ist ja die größte Kompetenz oder eine der größten, Zusammenleben lernen, aber auch Umgang mit Unsicherheiten. Die Zukunft wird total anders sein. In 10 Jahren, so schnelle Veränderungen hatten wir noch nie. Disruptive Änderungen auch. Und wie gehe ich damit um? Gebe ich Verantwortung ab und habe da alle nicht mit zu tun? Oder sage ich, oh, ich kümmere mich jetzt schon darum, diese Zukunft mitzugestalten? Das wäre die positivste Art. Und da haben wir ein Schulfach, das ist da besonders für geeignet, das zu lernen. Das heißt Herausforderung. Genau, das Projekt wurde vorhin auch schon mal im Film erwähnt. Es geht darum, dass wir Schüler uns mit 150 Euro außerhalb Berlins eine Herausforderung suchen. Und zwar eine Herausforderung, die nicht uns irgendjemand anderes vorsetzt, sondern die, die wir uns stellen. Weil wir alle, also für meine Freundin zum Beispiel, ist es schon alleine eine Herausforderung, 3 Wochen von zu Hause weg zu sein. Für mich ist es kein Problem. Genau, wir haben immer einen Begleiter, der über 18 ist und sozusagen auf uns aufpasst und aber uns nicht so sozusagen sagt, was wir machen sollen. Also Beispiel, Fahrradtour von Berlin nach Usedom, der Betreuer fährt hinterher und wenn wir uns verfahren, dann fährt er auch uns immer noch hinterher und sagt auch nichts. Das liegt alles in unserer eigenen Verantwortung. Genau, und willst du mal ein Beispiel erzählen? Ja, also bei Herausforderungen kannst du wirklich alles Mögliche machen. Alles Mögliche. Du musst es nur auf jeden Fall wissen, was da deine Herausforderung ist und
musstest selber alles organisieren. Und ich habe schon jetzt zwei ganz verschiedene Herausforderungen. Einmal war ich mit zwei Freundinnen von mir, eine Türkin in Istanbul. Wir haben unser ganzes Geld für den Flug ausgegeben und da waren wir dann in einem Behindertenheim und haben da mit kleinen Kindern was gemacht. Und das war so eine krasse Erfahrung, weil die kleinen Kinder konnten noch nicht so richtig Türkisch sprechen. Also weil sie eine Behinderung hatten, die das halt verhindert hat und waren dann noch kleine Kinder und wir konnten halt auch kein Türkisch sprechen, sodass wir halt beide dieses gleiche, ähnliche Gefühl hatten und trotzdem konnten wir uns so durch Fingersprache und alles Mögliche irgendwie verständigen und das war so innerlich ein richtig berührendes Gefühl, dass es auch so durch Hände und Füße und Gesichtsausdrücke und alles Mögliche Körpersprache geht und ja. Dann habe ich jetzt auch noch eine Fahrradtour nach Amsterdam gemacht und es waren mit meine schönsten 3 Wochen meines Lebens, was wir da alles erlebt haben. Wir hatten jeden Tag 1000 Sachen, wo wir dachten, boah, wirklich. Was wir manchmal für Glück hatten, da dachten wir wirklich, wir saßen an der Straße, hatten Platten, haben dieses Ding noch nicht mal selber repariert bekommen, saßen da total deprimiert, mein Brot ist auf den Boden gefallen. Dann kommt ein Auto auf die Straße, genau da, wo wir da saßen. Niemand ist vorbeigekommen, kein einziger Fahrradfahrer. Dann ist ein Auto vorbeigekommen, dachte ich, ja, vielleicht kann das uns hier helfen. Dann springe ich hoch und wuchtel noch mit den Armen. Und das war so ein Miele-Auto. Und dann ist er wirklich umgedreht und hat innerhalb von 5 Minuten unser Reifen repariert und uns da geholfen und uns noch Playmobil geschenkt von Miele. Und wir dachten, das ist nicht menschlich, das ist nicht normal. Wirklich. Und es war natürlich auch total anstrengend, so jeden Tag so viel Fahrrad fahren und mit so viel Gegenwind. Aber was wir da alles gelernt haben. Also, und vor allem, da sind Herausforderungen aufgetreten, wo wir niemals gedacht hätten, dass da eine Herausforderung ist. Also, ich und eine Freundin und eine Betreuerin sind zu dritt alleine 3 Wochen weggefahren. Und ich und meine Freundin dachten, ach, wir streiten uns bestimmt die ganze Zeit. Wir haben uns kein einziges Mal gestritten, hatten aber totale Probleme mit unserer Begleiterin. Da dachten wir so, ja, ohne die... Wir haben voll oft überlegt, ob wir jetzt abhauen und dann alleine weiterfahren, weil alleine würde es jetzt viel cooler sein und wir brauchen die gar nicht. Das war echt so eine tolle Zeit, ja. Man lernt einfach alles um sich herum zu schätzen. Also ich war mit 5 Jungs von Leipzig nach Berlin querfeld einwandern. Also erste Herausforderung schon mal 3 Wochen mit 5 Jungs, das ist nicht ganz einfach. Ja, wir hatten uns keinen Schlafplatz davor herausgesucht, weil wir sagten, ja, wir wollen eine größere Herausforderung. Und dann bedeutet es einfach, wenn man 20 Kilometer gewandert ist, dass man da abends noch an der Tür klingeln muss und fragen da muss, entschuldigen Sie, könnten wir bei Ihnen im Garten zelten? Das ist ja, also Sie müssten sich mal überlegen, wie würden Sie reagieren, wenn Sie das gefragt werden? Wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen erlebt, sag ich mal. Nachdem wir das Projekt dann erklärt hatten, waren viele sehr viel verständnisvoller. Und wir haben wirklich viele freundliche Menschen getroffen und durften dann auch im Garten zelten, aber die Duschen waren dann halt meistens drin und die haben wir dann auch nicht benutzt und dann hat man eine Woche nicht geduscht und dann dachte man nur so, ich will unter eine Dusche. Und man muss halt abends noch kochen, nachdem man 20 Kilometer gewandert ist, man muss überhaupt einkaufen, man muss am Tag gucken, dass man an einen Ort kommt, wo man einkaufen kann, weil das ist auch, wenn man so querfeld einwandert, nicht so einfach, weil also wir hatten so eine Billigkarte, so für 1 Euro oder so, die dementsprechend auch ziemlich ungenau war, aber es hat ausgereicht, wir haben es geschafft. Auch wenn wir mal durch so einen Fluss gelaufen sind, wo wir dann irgendwie bis zur Hüfte im Wasser standen. Aber es hat alles funktioniert, also man schafft es. Und wenn man dann irgendwie zu Hause ist, also ich habe mich an den Tisch abends gesetzt und habe gesagt, Mama, danke, dass du gekocht hast und danke, dass du einkaufen warst.
man lernt das Ganze einfach so wertschätzen, was die Eltern auch alles für einen machen, wie anstrengend es sein muss und was du auf Herausforderungen, ich habe so oft gedacht, was für tolle Menschen es gibt und war dann immer total begeistert und danach, als ich wieder zu Hause war, habe ich echt gemerkt, dass sich echt was geändert hat, dass ich echt richtig daran reifer geworden bin. Reifer, also in diesen 3 Wochen so reif wie in einem halben Jahr, das wirklich, du bist einfach 3 Wochen alleine und bist 3 Wochen mit 150 Euro auf dich gestellt und... Ich sag sehr gerne, man lernt das Leben leben. Ja. Ja. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben die Herausforderung, macht man in 8, in 9 und in 10. Die zweite toppt die erste und die dritte toppt die zweite. Es passieren auch ganz unglaubliche Sachen. Wir hatten zum Beispiel eine Gruppe, da war eine Lehrerin aber mit, die sind den R20-Weg in Korsika gewandert. Und nach 5 Tagen hatte ein Mädchen, die sich extra neue Wanderschuhe gekauft hat, ein Loch im Schuh. Also da gibt es so einen Film, da stecken sie dann den Finger durch, richtig ein Loch. Und dann sagen die in dem Film, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, oh Gott, was machen wir jetzt? Und so kann die nicht weiter wandern. Und dann kamen wir an ein Dorf, ganz, ganz kleines Dorf, vielleicht 3 Häuser. Man hörte die Hunde bellen und wir haben dann den Müll, den wir immer gesammelt haben, weggeschmissen. Und dann haben wir die Mülltonne aufgemacht und in der Mülltonne lagen ein paar Wanderschuhe, nagelneu, genau in Andis Größe. Von solchen Geschichten kann ich viele erzählen, aber dazu reicht die Zeit jetzt nicht. Ein paar stehen in dem Buch, EduAction. Ja, Herausforderungen, es ist unglaublich, was sie machen. Manchmal, und die Schule hat dann, 240 Schüler haben wir unterwegs, so 80 Gruppen. Das heißt, wir waren am Anfang total herausgefordert, Begleiter zu finden. Jetzt inzwischen haben wir Unis, die das in ihr Programm aufnehmen. Das heißt, es gibt Seminare, Herausforderungen. Das ist der erste Schritt, Lehrerausbildung zu verändern. Ja? Die lernen dann, wie bin ich ein guter Tutor? Da lerne ich die neue Rolle. Ich bin ganz nah an den Kids, aber ich gehe in diese andere Rolle rein. Ich werde da 3 Wochen echt konfrontiert. Ich erlebe auch Begeisterungsprozesse mit. Die meisten sind total begeistert. So in ungefähr 2 Wochen haben wir auch einen Film auf unserer Website, wenn das interessiert, wo die Begleiter sprechen. Ja? Und wir haben jetzt auch eine Kooperation mit einer Fachhochschule für Erzieher. Und die bereiten die Erzieher dann entsprechend vor. Die sind hier bei uns in der Vorbereitung, coachen die Schülergruppen, fahren mit und sind hinterher bei der Reflexion auch dabei. Wir machen einen riesen Campus. Es wird reflektiert persönlich und dann machen wir einen riesen Campus, wo die ganze Schule einfach ein... Ja, Campus ist der beste Ausdruck, glaube ich, ne, wo die Herausforderungen vorgestellt werden. Und die Lehrer haben natürlich in der Zeit gute Zeit, Projekte vorzubereiten, die 7er einzuführen, weil die Schüler ja fast alle weg sind, außer der Oberstufe. Ne? Unsere Schule hat jetzt nicht den Deutschen Schulpreis bekommen, wir haben uns ja noch gar nicht beworben. Ja, immer wenn irgendwie... 4 Wochen vorher fällt uns ein, wir hätten uns bewerben können. Wir haben aber einen anderen Preis gekriegt und den finde ich fast noch wichtiger. Und zwar gibt es eine Stiftung in Deutschland, die heißt Karg-Stiftung, die ist sehr, sehr renommiert, lauter Professoren im Stiftungsrat und die beschäftigen sich mit Hochbegabungsförderung. Und wir haben für unser Schulkonzept den diesjährigen Preis gekriegt. Das heißt, eine Gemeinschaftsschule, eine Gesamtschule bekommt den Preis, dass sie ein bestes Konzept hat für Hochbegabungsförderung. Das ist ein Politikum. Ja, warum haben wir den gekriegt? Weil jeder im System ganz viel Freiheit hat und immer im System nach oben rauswandern kann und trotzdem Teil der Gruppe bleibt. Wenn er überspringt einen Jahrgang, jetzt haben wir welche, die sind von 9 in 10 gesprungen, 2 Schülerinnen, die kommen ja zu ihren alten Klassenkameraden. Also ohne dass man irgendwie was Besonderes ist, kann jeder seine Potenziale entfalten und dann eben auch Hochbegabte. Jetzt will ich noch etwas dazu sagen, weil eine Begabung zu haben, heißt noch lange nicht, dass ich die lebe. Dazu brauche ich nämlich
so jemanden, der mein Mentor und Tutor ist, und ich brauche Willenskraft und Volition und Selbststeuerungskompetenzen, die man ja durch dieses selbstgesteuerte Lernen, aber auch eben durch Herausforderungen bekommt. Und jetzt möchte ich noch einen 2-Minuten-Film zeigen von David. Einige von Ihnen kennen den vielleicht sogar. Also wir hatten einen Musiklehrer, der hat eine Herausforderung angeboten. Und da war die Bedingung, 8 Stunden am Tag üben. Dann sind 9 Jungs, die verschiedener nicht sein konnten. Da waren Kinder sozial-emotionalen Förderbedarf und wie die Etikettierung alle heißen. Also eine total gemischte Gruppe, irgendwo in Brandenburg. Die mussten 10 Kilometer fahren, um einzukaufen. Die saßen auf 2 Zimmern und die haben geübt. Und hier ist der David. Meine zweite Herausforderung gab es keine körperliche Anstrengung. Es gab nur so eine willentliche Anstrengung, weil es war die Musikherausforderung. Und wir haben 8 Stunden am Tag geprobt an Musikinstrumenten und ich spiele Gitarre. Und an manchen Tagen hatte ich wirklich gar keine Lust, Gitarre zu spielen. Wirklich nicht. Ich wollte einfach nicht Gitarre spielen. Und die Finger taten weh. Ja, sonst spiele ich immer. Aber dann nach so 2 Wochen denke ich, warum spielst du jetzt noch Gitarre? Ich habe wirklich keine Lust. Und dann einfach zu sagen, okay, ich spiele jetzt weiter Gitarre, weil die Band das braucht, weil ich das brauche, weil ich da was lerne. Das lässt einen einfach nochmal schauen, wow, ich kann Energien verwenden, die ich gar nicht habe. Also ich kann sozusagen über meine Grenzen hinaus und dann noch weiter. Das war unglaublich. Und dann auch zusammenzukommen mit dieser Gruppe. Wir waren dort zu 9 und wir sind danach zu einer Gruppe zusammengeschweißt, also einer Band. Und das war eine wundervolle Zeit. Und ich kann es nicht beschreiben, was alles die Herausforderung so toll macht. Es ist einfach die Praxis. Und das dort sein, man muss es erleben wirklich. Und es ist wie ein Auffordern zu leben. Es ist kein, du musst dich anpassen, sondern wie lebst du miteinander? Ja, und die haben dann, die sind zurückgekommen, haben bei der Schulversammlung gespielt. Wir dachten, die Stones stehen auf der Bühne. Es war unglaublich. Und das war vor 2 Jahren, da war hier der ADZ-Kongress im Festspielhaus. Ich habe dem Reinhard Kahl eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Reinhard, die müssen auftreten. Daraufhin sind die hier hingefahren, haben vor 1600 Leuten gespielt. Wir hatten die Hälfte rockende Lehrer. Da wird heute noch drüber geredet. Ihr dritter Auftritt war eben vor 1600 Leuten. Nach 4 Stunden und 9 Zugaben habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Da war es, glaube ich, dann auch 12 Uhr. Ja, und dann habe ich gesagt, die kennen sich 5 Wochen. Und dann haben wir gesagt, gibt's ja gar nicht. Aber klar, wissen wir doch. Nimm Leute, die begeistert sind. Gib ihnen einen Meister an die Seite und Zeit. Und sie werden über sich hinauswachsen. Und das ist da passiert und war für viele erlebbar. Ganz kurz jetzt noch ein paar Worte, die über die Schule hinausgehen. Wir haben sehr viel Besuch, wie wahrscheinlich Göttingen auch. Wir sind sehr oft eingeladen, die Leute kommen, überschwemmen uns. Wir haben da jetzt sozusagen strukturierte Lehrerfortbildung durch Schüler angeboten. Wir haben so im Monat 200-300 Leute. Wir haben dieses Jahr schon 20.000 Menschen erreicht. Das soll sie jetzt ermutigen. Ja, es ist nämlich richtig viel los. Und ich habe mit dem Gerald Hüther zusammen und noch jemand eine Bewegung gegründet, die heißt Schule im Aufbruch. Die können Sie im Internet finden, die soll einfach die... Ja, ich... Die Menschen, die, also die überall schon unterwegs sind, zusammenbinden, da hat man sehr viel Anleitung. Wir haben eine Roadshow gemacht im Januar, Gerald Hüther, 8 Schüler und ich, mit dem Bus. Durch die ganze Republik sind wir getourt, 10 Tage, 11 Städte. Wir haben da 10.000 Menschen erreicht. Die Säle waren immer so voll wie hier. Es war unglaublich. Und im Nachgang haben sich 18 Regionalgruppen gebildet. Inzwischen gibt es 24. Schule im Aufbruch Österreich wird im Januar an die Öffentlichkeit gehen. Da ist schon ganz viel im Gange. Also nur damit Sie einfach wissen, Sie sind nicht alleine, die Bewegung ist gar nicht mehr aufzuhalten. Und ich mache da nochmal Werbung in eigener Sache. Ich finde nämlich genau wie Herr Vogelsänger total wichtig, dass die Wirtschaft sich jetzt mal dahinter klemmt. Die Kultusministerin, habe ich erlebt, die lassen schon ein so, weil die gucken wohlwollend auf andere Beispiele.
Aber wenn die Wirtschaft jetzt nochmal sagt, das ist ja, die sind ja alle unterfordert, diese Kinder da in unseren Schulen, so wie wir die dazu schütten und ansonsten deckeln wir sie ja in allem anderen. Ich glaube, dann kann man Ministerien dann auch sehr schnell auch beeinflussen, in Neuösterreich, genauso wie in Deutschland, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es gibt einen Award, der heißt Querdenker Award, da sind ja lauter Unternehmer drin und da habe ich gedacht, ich bewerbe mich da einfach mit Schule im Aufbruch als Vordenkerin, also mit Schule im Aufbruch. Und jetzt bin ich unter den 5 Finalisten und da sind 300 CEOs und die ganze Presse und ich bin sowieso da, aber wenn wir den Preis auch noch kriegen würden, wäre es noch besser. Und dann, glaube ich, können wir in die ganze Szene streuen und man kann online voten. Also wenn Sie mögen, voten Sie noch, weil Professor Sommerlatte hat uns um 1% überrundet in der letzten Woche, Schule im Aufbruch. Ja, ich möchte Sie... Alle warten darauf. Zum Abschluss. Noch ein 2 Minuten oder 1,5 Minuten Film, den ich für mich persönlich immer als Ermutigung erlebe, weil er einem so unter die Haut geht. Und die Vorgeschichte ist die, eine Frau, die ist bei uns Schülermutter, die ist in Elternzeit und sie überlegt sich jetzt, die Elternzeit geht zu Ende, geht sie an ihr Gymnasium zurück oder gründet sie eine Schule mit neuem Geist? Und sie ist sich unsicher und denkt, oh, bin ich gut genug, kann ich das, zweifelt so an sich. Und ihr 13-jähriger Sohn hat ihr dann diesen kleinen Minifilm geschenkt und damit wollten wir dann aufhören. Sie müssen auf jedes Wort achten. Alle warten darauf, dass etwas passiert und dass jemand kommt, der etwas verändert. Die Idee ist gegeben. Aber die meisten schwimmen mit der Menge und nur sehr wenige haben den Mut, auszubrechen und ihren Traum zu verwirklichen. Der Weg ist schwer und einige werden scheitern. Aber trotzdem sehen dich viele und bewundern dich dafür, dass du immer weitermachst. Doch es ist noch nicht vorbei und du hast noch einen langen Weg vor dir. Erfülle deinen Traum und gründe die Schule, die zu deinem Traum geworden ist. Alles Gute zum Geburtstag. Wünscht dir Leon.